Frau Eismann, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier Platz. Muss ich belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen, wenn eine Falschaussage, würden Sie sich strafbar machen. Ich belese Ihren vorsorglich, § 55 Strafprozessordnung. Sie müssen auf eins der Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja. Ja. Sie heißen die Lara Eismann, 21 Jahre alt, Sie wohnen in München, Sie sind ledig, sind ohne Berufsausbildung, Hartz-IV-Empfängerin im Moment, ja. Verwandt oder verschwägert mit der Frau Loy sind Sie nicht. Sie wohnen ja auch in dieser Wohnanlage, auf deren Spielplatz die kleine Luna Marie verschwunden ist. Ja, ja, ich wohne da in dem Assi-Haus neben diesen ganzen Neubauwohnungen. Waren Sie an dem 2. April, so gegen 13 Uhr, auch zu Hause? Ja, oder also unten beim Spielplatz? Ich war draußen, weil ich sitze da öfter mal mittags gerne. Und da habe ich dann auch die Frau Loy gesehen. Hm. Schauen Sie mal, wir haben da so ein Panoramabild. Können Sie da mal genau zeigen, ja, wo Sie da waren? Ja, ich sitze immer da hinten an dem Klettergerüst. Meistens habe ich mir auch an dem Tag gemütlich gemacht. Und wo genau haben Sie da die Frau Loy gesehen? Ja, die war hier im Gebüsch. Die hat sich da versteckt. Das stimmt überhaupt nicht. Ich war da nicht an der Hecke. Ja. Doch, schon. Was hat sie denn da gemacht in der Hecke? Ja, keine Ahnung. Es war voll komisch. Die hat sich da versteckt und hat dann halt die ganze Zeit die Mutter mit diesem Baby da beobachtet. Haben Sie noch mehr beobachten können? Nein, meine Kippen waren dann alle und ich bin dann auch gegangen. Mhm. Da sind Sie einfach so gegangen, obwohl Sie vorher beobachtet haben, dass sich da eine Frau in den Hecken versteckt, die offensichtlich nicht die Mutter des Kindes ist, aber das Kind genau beobachtet. Ja und? Die hat doch öfter auf das Baby aufgepasst. Und was geht mich das an, was die zwei Weiber schon für einen Streit miteinander haben? Das glaube ich Ihnen nicht, Frau Eismann. Wenn Sie sowas beobachtet hätten, dann hätten Sie doch was dagegen unternommen. Wieso denn? Ich kann doch nicht wissen, dass die total durchdreht und das Baby entführt. Jetzt mal langsam, echt. Jetzt lügen Sie doch. Natürlich nicht. Wo haben Sie sich denn die Zigaretten besorgt? Na, am Bahnhof. Und was haben Sie danach gemacht? Ja, ich bin noch durch die Stadt ein bisschen gelaufen, spazieren gehen halt. Mhm. Und wann waren Sie von Ihrem Spaziergang wieder zu Hause? Na, so gegen 17 Uhr. Und da habe ich dann erst überhaupt mitgekriegt, dass die Verrückte das Baby entführt. Ich habe sie nicht entführt. Genau an dieser Stelle würde ich jetzt gerne noch mal auf dieses Standbild verweisen. Ja, gut. Das haben wir ja noch da. Mhm. So. Das meinen Sie doch, oder? Das meine ich, genau. Das sind doch Sie, Frau Eismann, oder? Nee, das bin ich nicht. Und jetzt schauen Sie mal auf die Uhrzeit. Da ist es bereits 16.32 Uhr. Das kann gar nicht sein. Ich kam viel später nach Eben Hause. Eben nicht. Und deswegen meine ich, dass Sie hier lügen. Ich frage mich nur, warum. Tue ich gar nicht. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass Sie Luna Marie entführt haben. Ich? Ja, Sie. Warum sollte ich das denn tun, bitte? Was soll warum, mir das bringen? Das kann ich Ihnen genau sagen. Weil Sie ständig Geldsorgen haben, weil Sie einem kleinen Nachbarsjungen bereits Geld abgeknüpft haben. Ja? Und weil Sie vorbestraft sind. Klar, und deswegen entführe ich ein Baby. Und wozu? Wozu? Ja. Um Lösegeld zu erpressen. Nein, das war ich nicht. Das war totaler nicht. Schwachsinn. Nein, das ist überhaupt kein Schwachsinn. Ihr Pech war einfach, dass sofort Polizei und Medien vor Ort waren. Die haben ihren Plan durchkreuzt. Und deswegen hatten sie keine Zeit mehr, das Kind zu verstecken und haben es einfach in den Heizungskeller geschoben. Das stimmt Jetzt nicht. Ist es allerdings so, dass dieser Heizungskeller sich ja in dem Haus befindet, wo die Frau Loy wohnt. Und ich frage mich schon, wie soll dann die Frau Eismann da unbemerkt reingekommen ja, sein in völlig das Haus? Richtig, aber diese beiden Häuser sind durch einen unterirdischen Gang verbunden. Ja, und deswegen Bauarbeiten geschlossen. Ich würde einfach mal ein bisschen aufpassen. Es ist ganz, ganz abenteuerlich, wie Sie hier die Zeugin Nein, vernehmen. Es ist gar nicht so abenteuerlich, wie Sie meinen. Es ist verschlossen, der Durchgang. Dann haben Sie offensichtlich Bitte machen Sie richtige vergessen, Vorhalte. Dass die Zeugin wegen Einbruchsdiebstahl vorbestraft ist. Da war es doch ein leichtes für Sie, eine verschlossene Tür zu öffnen. Das hat da ein, das reicht. Das hat, eine hat mit dem das anderen überhaupt nichts zu tun. Die sind nicht in Ordnung. Da verwehre ich mich auch. Sie sind beanstandet, diese Art zu fragen, Frau Verteidigerin. Ich kann Ihnen aber schon sagen, wer das war. Aha. Ach so. Und wer? Na, der Sebastian. Was? Der Sebastian Gruber. Ja, genau der. Und wie kommen Sie da drauf? Na, der war auch den ganzen Tag auf dem Spielplatz und hat da wieder mal alleine gespielt, weil sich keiner um ihn kümmert und heult die ganze Zeit. Ach Quatsch, erzähl doch nicht so einen Blödsinn, der heult doch nicht. Und wie der heult, das würde ich wahrscheinlich an seiner Stelle auch tun. Seit das Baby da ist, interessiert sich keiner mehr für ihn und keiner hat Zeit, der ist die ganze Zeit alleine. Ich finde es echt das Allerletzte, nur weil du dann dein Hals aus der Schlinge ziehen willst, belastest du jetzt den kleinen Jungen. Ich meine, das ist ja nicht mehr ganz... Tue ich gar nicht. Ich habe selber oft genug gesehen, wie sein Vater den Kleinen weggeschickt hat, nur um sich um das Baby zu kümmern. Ach ja, und der Kleine ist die ganze Zeit alleine. Dann die Kleine oder was? Ich war es nicht. Und der ist halt einfach eifersüchtig wie Sau, wenn sich keiner um ihn kümmert. Ist ja verständlich, oder? Aber ich meine, nur weil ein Kind ein bisschen zurückgesetzt wird, weil ein neues, kleines Baby da ist, wie kommen Sie da auf die Idee? Das war ja nicht nur das alleine. Ich habe auch vorhin in der Kantine noch gut was mitgekriegt. Was hier im Gericht in der Kantine? Ja. Was haben Sie da mitgekriegt? Na, die drei Kiddies haben sich halt da gestritten und der kleine Junge hat zum Sebastian gesagt, er hätte das alles mit der Entführung eh nur gemacht, damit er mal wieder den Held spielen kann und wieder im Mittelpunkt steht, damit ihn mal wieder jemand beachtet. Der Leander soll das gesagt haben? Ja. Ach, Quatsch. Und selbst wenn, dann ist das nur dummes Kindergeschwätz. Das stimmt nicht, weil er hat auch gesagt, dass er Sebastian schon mal im
Poesiealbum geklaut hätte von den Mädchen in der Schule. Also nur damit alle ihn als Held ansehen, damit er es ihr dann wieder zurückbringen kann. Das ist echt das Allerletzte, dass du jetzt einen kleinen Jungen da beschuldigst. Es ist ein netter Junge, okay? Und er wird sowas nie machen. Er wird nie seine Schwester entführen. Also zumindest steht das jetzt im Raum. Das können wir, glaube ich, nicht ignorieren. Und ich glaube, wir sollten den Sebastian noch mal dazu befragen. Ja, dann mal sehen, ob das stimmt, was Sie gerade hier erzählt haben. Es ist noch nicht entlassen, aber nehmt bitte mal hinten Platz. Ich würde das Ganze ganz gerne mit dem Sebastian selbst noch mal bereden. Okay. Also schauen Sie mal, ob der noch draußen ist. Sebastian Gruber, bitte noch mal. Sebastian? Aha, kommst du noch mal rein, bitte? Kommt noch mal die ganze Familie hier. Hm? Sebastian, hallo noch mal. Kommst du noch mal nach vorn, bitte schön? Muss das sein? Ich hab noch ein paar Fragen an dich. Ach, die kommt. Geh mal nach vorn, setz dich in die Mitte, wenn der Richter das möchte. Aber die Hausaufgaben. Die waren schon noch ein bisschen warten können. Wenn Sie so freundlich wären, einmal denn die Fragen, die ich jetzt an dich habe, die sind im Moment leider ein bisschen wichtiger als die Hausaufgaben. Obwohl Hausaufgaben natürlich sehr wichtig sind. Aber da bleibt noch Zeit, glaube ich mal. So, Sebastian, immer noch, du musst hier die Wahrheit sagen, ist ganz wichtig, ja? Mhm. So wie vorhin auch. Verstanden? Ja. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen. Zum Beispiel möchte ich wissen, wie war denn das eigentlich bei der Geburt von der kleinen Luna Marie? Na, was soll ich da sagen? Naja, zum Beispiel, wie das für dich war. Bist du eifersüchtig auf die? Warum sagst du jetzt nichts? Ist dir das peinlich hier, was zu sagen? Weil hier so viele Menschen sind? Sollen wir uns mal allein unterhalten? Wäre das lieber? Also wir können auch mal schnell in mein Büro gehen. Da können wir ganz ohne die Zuschauer und vielleicht auch gar nicht schlecht mal ohne deine Eltern, also ohne deinen Papa, ohne deine Stiefmama uns unterhalten. Gut, dann machen wir das jetzt mal so. Als Zeuge ist er natürlich noch nicht entlassen und es ergeht folgender Beschluss. Die Hauptverhandlung wird unterbrochen und zwar für 20 Minuten. Dann komm doch einfach mal mit. So, Sebastian, jetzt haben wir doch mal die nötige Ruhe, dass wir zwei uns ganz allein unterhalten. Erzähl mir doch einfach mal, wie war denn das, als deine kleine Schwester geboren wurde? Na, was soll ich denn da erzählen? Zum Beispiel, ob das blöd für dich war, dass deine Eltern sich plötzlich mehr um die kleine Luna gekümmert haben. Hm? Na gut, dann versuchen wir es mal ganz anders. Reden wir doch mal über den Tag, als die Luna verschwunden ist. Hm? Was hast denn du da gemacht an dem Tag? Das habe ich doch schon erzählt. Ich würde es aber ganz gern noch mal von dir hören. Bis 12 war ich halt in der Schule und dann um 13 Uhr habe ich halt unten Fußball gespielt. Aha. Allein? Ja. Und wie lang? Ja, bis ich halt dann mitbekommen habe, dass Luna weg ist. Wie hast du das mitbekommen, dass die Luna weg ist? Ja, da waren halt so viele Leute und die Kerstin und so. Und der Papa ist halt zu mir dann zu den Garagen gekommen und hat es dann mir halt gesagt. Was, zu den Garagen? Ja. Vorher hast du doch gesagt, du seist bei den Hecken gewesen, hättest bei den Hecken gewartet, oder? Ja, kann man sich doch mal verwechseln, oder? Naja, schon, aber wenn du wirklich bei den Garagen warst, dann überlege ich mir, wie konnte denn da bei den Garagen dein Papa dich einfach so finden? Pass mal auf. Du hast vorhin gesagt, dass dein Papa dich bei den Hecken gesehen und gefunden hat. Ja? Und dich nach Luna gefragt hat. Ja? Ja. Also, wenn du aber bei den Garagen warst, wie will er dich denn da gesehen und gefunden haben? Oh, oh, Sebastian. Kann es sein, dass du den Kinderwagen mit der Luna in den Heizungskeller geschoben hast? Jetzt pass mal auf. Jeder macht mal Fehler, ja? Klar. Aber wenn man einen Fehler macht, dann sollte man auch dazu stehen. Und wenn du jetzt nicht die Wahrheit sagst, dann machst du eigentlich den nächsten Fehler. Weißt, und ein Fehler nach dem anderen, da wird es immer schwieriger, aus der Geschichte wieder vernünftig rauszukommen. Hm? Das ist ganz wichtig, dass wir hier wirklich die Wahrheit herausfinden. Ja? Sebastian, ich verspreche dir, über so einen Fehler kann man reden. Wir tun das auch gemeinsam. Aber dazu musst du jetzt mal die Wahrheit sagen. Ja? Aber nur, wenn Sie versprechen, dass davon Papa nichts erfährt. Ach, Sebastian, das kann ich dir natürlich nicht versprechen.
Aber ich verspreche dir, dass wir gemeinsam mit deinen Eltern darüber reden und dass wir es alles gemeinsam klären. Und ich verspreche dir auch, es wird dir niemand den Kopf abreißen. Echt? Ganz sicher, ja? Verspreche ich dir. Und ich verspreche dir auch, ich helfe dir dabei. Ja? Aber dazu musst du jetzt die Wahrheit sagen. Hä? Okay. Okay. Ich frage mich, was der Richter jetzt mit Basti besprechen möchte. Ich meine, er hat doch seine Aussage schon gemacht. Ach, ich denke, das ist nichts Schlimmes. Warte einfach mal ab, Schatz. Ja. Nichts Schlimmes? Euer Bengel hat das Baby entführt. Was? Das ist ja wohl die Höhe. Du bist das mal ganz schöner Mädchen, ja? Du bist echt bei das Letzte, hat überhaupt nichts gemacht was hier. Soll das natürlich von dir? Natürlich hat der. Ihr werdet schon noch sehen. Das ist ja wohl die Frechheit. Beruhig dich. Gibt's nicht. Warte erst mal ab. Es wird bestimmt nichts passieren. Gibt's warte ab. Echt, ey. Du solltest dich was schämen. Wieso? Es ist doch so. Ach, nee. Echt, ey. Ich fasse es nicht. Ich auch nicht. Wie kann man sich so hinstellen und so lügen? Setz dich mal bitte. So, nehmen Sie bitte alle Platz. Die unterbrochene Hauptverhandlung gegen Hanne Loy wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger wird hiermit fortgesetzt. Also, Sebastian hat uns noch einiges zu erzählen. Wir hatten gerade ein ausführliches Gespräch. Aber was denn? Ich bitte Sie wirklich ganz ruhig zu sein und lassen Sie Ihren Sohn erst mal erzählen. Also, bitte. So, Sebastian, ich muss dir noch mal sagen, dass du hier die Wahrheit sagen musst, ja? Und ich hoffe auch, dass du zu deinem Wort von gerade eben stehst und das auch tust, ja? Also. Ich habe Luna in den Heizungskeller gebracht. Wie bitte? Was? Das kann ich jetzt nicht glauben, Sebastian. Ach, warte, lass ihn, Sebastian. Wieso hast du das getan? Ja, nein, lass so, ihn erst mal aussprechen. Bitte schön. Jetzt lassen Sie ihn erst mal reden und hören einfach zu. Ja? Es kann durchaus sein, dass Sie auch ein bisschen mit dazu beigetragen haben. Was? Wie bitte? Wir? Wie bitte? Das gibt's ja wohl nicht. Warte. Lassen Sie mal erzählen, bitte. Ja? Also. Bitte? Erzähl uns doch mal, warum du deine Halbschwester da in den Heizungskeller gesperrt hast. Ja, seit Mama gestorben ist, hatte ich immer nur einen Papa. Und dann hat er die Kerstin geheiratet und dann haben sie Luna gekriegt. Und dann hat sich alles immer nur um die Luna gedreht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das ist Quatsch. Stimmt wohl. Immer wenn ich mal mit dir zum Fußballspielen gehen wollte oder mal wieder in den Zoo gehen wollte, da hast du immer gesagt, es geht nicht wegen Luna. Da bist du sauer geworden auf Luna, hm? Ja. Und alle haben sich immer mehr um Luna gekümmert und du hattest das Gefühl, dass sich eigentlich keiner mehr um dich kümmert. Ja. Vor allem nicht dein Papa. Mhm. Stimmt es auch, dass du diesen Schnuller da am Morgen im Kinderwagen gesehen hast? Nein. Warum hast du das dann gesagt? Ja, weil die Kerstin hat zu den Polizisten gesagt, dass der Schnuller ganz bestimmt in dem Wagen lag, als sie den bei Hanne gefunden hatten. Und dann hat sie mich halt gefragt, ob er da drin war. Und dann habe ich halt einfach ja gesagt. Du warst wahrscheinlich auch ein bisschen sauer auf mich, oder Basti? Ja. Wir haben früher öfter mal gespielt und seit Luna da ist, haben wir das ein bisschen aufgehört, gell? Ja. Aber so ganz verstehe ich immer noch, wie du dann da auf die Idee gekommen bist, deine Schwester zu entführen. Ja, weil da war auch mal so ein Feuerwehrmann und der hat da mal so eine Katze gerettet und der war dann auch im Mittelpunkt und ich wollte es halt auch mal machen. Ach Basti, Mensch, ich hab dich doch lieb, Mann. Du bist doch mein Großer, natürlich, klar. Ach Basti. Mensch. Vielleicht sollten Sie das Ihrem Sohn auch öfter zeigen. Jetzt nicht gerade, wenn ich mit ihm spreche, aber sonst, die ganze Woche über. Hm? Ja, das habe ich schon kapiert jetzt in der ganzen Zeit, dass ich irgendwie Basti ganz schön vernachlässigt habe und mich nur um Luna gekümmert habe. Aber Basti ist doch mein Großer, ist mein Bester. Die andere Hälfte haben Sie nicht so ganz kapiert, dass ich sage, es muss jetzt nicht gerade jetzt sein, wenn ich mit ihm spreche. Entschuldigung. Ja, Sebastian, deine Gründe verstehe ich irgendwie, aber verstehst auch, dass es so nicht geht? Du kannst dich einfach deine Halbschwester in den Heizungskeller sperren und 3 Stunden weiß niemand, wo sie ist und alle machen sich riesige Sorgen. Ich mach's doch nie wieder, versprochen. Ich verspreche Ihnen auch, dass wir es in unserer Familie nicht so stehen lassen werden. Gut, vielleicht reden wir da später in meinem Urteil noch ein bisschen drüber. Kann ich Ihnen vielleicht ein paar Takte dazu sagen, was ich dafür gut halte für die Familie. Und naja, zunächst wollen wir mal die Geschichte hier zu Ende bringen. Können wir ihn jetzt entlassen, den Sebastian? Ja, also, Sebastian, dann nimm mal bitte auch hinten Platz. Vielleicht machen Sie noch Platz für ihn, nicht, dass er auch noch da drüben sitzen muss auf der anderen Bank. Hm? Komm, Basti. Ich mag dich trotzdem. Echt.
Schau, das finde ich doch schon mal super. Also der Sebastian Gruber bleibt unvereidigt. Hoppala. Oh. Erstmal eine Frage habe ich jetzt eigentlich noch an Sie. Haben Sie denn wirklich die Angeklagte da an der Hecke und am Kinderwagen von Luna Marie gesehen? Ja, habe ich. Das war nicht gelogen. Und ich bin auch nicht die Frau, die da auf dem Video zu sehen ist. Frau Loy, hm? Komisch. Ich habe mich hinter der Hecke versteckt. Ich habe einen Kinderwagen da stehen gesehen und ich habe halt Luna so vermisst. Ich bin halt nur kurz hin, habe ihre Wange gestreichelt und bin dann aber wirklich in meine Wohnung und auch wirklich eingeschlafen. Und warum haben Sie es nicht von Anfang an gesagt? Ich war doch eh schon so verdächtig für Sie. Und was wäre jetzt gewesen, wenn Basti nicht die Wahrheit gesagt hätte? Dann hätten Sie mich doch garantiert verurteilt. Gut, noch weitere Fragen? Keine. Dann bleibt die Zeugin Eismann unvereidigt. Bundestagsrichter muss nicht verlesen werden, nehme ich mal an. Irgendwelche weitere Anträge auch nicht. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Herr Vorsitzender, Frau Verteidigerin, an sich lässt sich kurz machen, die Angeklagte ist freizusprechen. Nachdem wir uns aber nun so intensiv mit der Familie Gruber auseinandersetzen mussten und auch mit dir, Sebastian, denke ich, ist es natürlich vernünftig, noch mal ein paar Worte resümierend an die Familie zu richten. Sie haben es schon gesagt, Herr Vorsitzender, Sie werden das wohl im Rahmen der mündlichen Urteilsbegründung selbst noch mal tun. Da ich weiß, dass Sie es brillant machen werden, denke ich, es ist sicherlich sinnvoll, nicht von allen Seiten jetzt hier zu schießen. Das kann dann schon wieder kontraproduktiv sein. Ich überlasse das Ihnen. Ich denke, das ist vernünftig. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Ja, ich denke, für alle kam diese Wendung überraschend. Keiner hat gedacht, dass Sebastian dahinter steckt. Für meine Mandantin bin ich natürlich froh, dass die Sache aufgeklärt ist. Und das, was man aus dieser Verhandlung, glaube ich, mitnehmen kann, dass wir uns alle ermahnen sollten, die Welt mal wieder durch Kinderaugen zu betrachten. Dann ließen sich manche Fehler vermeiden. Ich beantrage Freispruch. Dankeschön, Frau Verteidigerin. Frau Loy, Sie selbst können auch noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Kerstin, ich würde mir nur noch wünschen, dass wir bitte wieder Freundinnen werden. Ich werde das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung verkünden. Landesvolkes verkündigt folgendes Urteil. Die Angeklagte Hanne Loy wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Nehmen Sie bitte Platz. Frau Loy, ich wünsche Ihnen, dass Ihre Freundschaft zu der Frau Gruber nicht daran zerbricht, dass Ihre Freundin ein Baby hat und Sie nicht, Frau Gruber. Ich denke, Sie müssen sehen, sie hat nichts Böses getan und sie will Ihnen und dem Baby ja auch nichts Böses. Und Sie müssen schon auch sehen, es ist für Eltern natürlich nicht erträglich, wenn sie das Gefühl bekommen, dass jemand Dritter sich da zwischen Eltern und Baby drängen will und dass sie sogar das Gefühl bekommen, sie sollen als Eltern verdrängt werden. Ich glaube, da müssen sie im Umgang schon versuchen, das richtige Maß zu finden. Richtiges Maß finden, Herr Staatsanwalt, ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, Sie muten mir da ein bisschen zu viel zu, was die Qualität meiner Ratschläge betrifft. Schlaue Ratschläge sind ja schnell gegeben, aber in der Praxis und im echten Leben sieht es dann meistens doch viel, viel schwieriger aus. Es ist nun mal so, kleine Geschwister bekommen halt erst mal mehr Aufmerksamkeit, Herr Gruber. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass Sie Ihrem Sohn dauernd zeigen, wie wichtig er für Sie ist. Es ist für ihn ja sowieso eine schwierige Situation. Da gibt es jetzt zwei Menschen, die für ihn den Eindruck erwecken, als würden sie die Liebe des Vaters ihm streitig machen, ja? Die neue Mutter quasi und dann noch ein Baby. Und es ist ganz wichtig, dass Sie ihm wirklich im Alltag, es ihm täglich zeigen. Und mir ist klar, dass die Zeit dafür oft fehlt. Und deswegen meine ich, ganz guter Weg, machen Sie öfter halt mal was wirklich mit ihm allein. Also bei meinem Sohn ist es so, da gibt es zwei Zauberwörter, bei denen die Augen zu leuchten beginnen. Das eine ist Männerabend und das andere ist Männerausflug. Aber da werden Sie sicherlich Ihren eigenen Weg finden. Sebastian, ich habe gerade eben gesagt, kleine Geschwister bekommen immer mehr Aufmerksamkeit. Es ist aber nicht deswegen, weil deine Eltern das Baby mehr lieben als dich, sondern weil ein Baby ist, das noch vieles gar nicht selbst kann. Ja? Und die Luna, die bekommt genauso viel Aufmerksamkeit und Liebe, wie es du als Baby auch bekommen hast. Und jetzt müssen sich die Eltern halt weniger um dich kümmern, weil du schon groß und clever bist und viele Dinge alleine kannst. Und auch darauf sind deine Eltern stolz. Und wenn sie sich mal zwischendurch weniger um dich kümmern, dann haben sie sich trotzdem genauso lieb wie am ersten Tag. Ja? In Spanien gibt es ein tolles Sprichwort, das heißt, ein Fehler, der abgestritten wird, der wird zweimal begangen. Und genau den Fehler hast du heute nicht gemacht, sondern du hast einen Fehler zugegeben. Und deswegen ist noch jemand stolz auf dich, und zwar ich. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Familie Gruber verbringt jetzt sehr viel Zeit miteinander und kümmert sich intensiver um Sebastian.